Ich muss das gleich nochmal schauen. Wenn wir hier durch sind. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Verfluchte Parasiten. Ach nein, das ist Jackie. Oje, wie? Sie kommen. Erstmal markieren. Bei der Gelegenheit. Breach-Protokoll. Installieren wir doch erstmal einen Eisbrecher. Hey, mach ihn kalt, aber leise. Übernimm den da, bei dir. Suerte. Ja. Bei der Gelegenheit. So, jetzt ist das Spiel etwas ruhiger. Das einzige Summen, was ich gerade höre, ist tatsächlich der Lüfter meines Rechners. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das Spiel gegebenenfalls sagt... Nee. Es ist nicht in 4K. Genau hinter dir, wie? Es könnte tatsächlich sein, dass die verdammt. Das war so nicht geplant. Jetzt genau zwischen die Augen, wie so kriegst du. So will ich das sehen. Das sind doch mehr Scans. Der Laden muss sauber sein. Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss darauf bringen. Könnt ihr mal gucken. Du hast ja so recht. Schlecht auf! Ach, du bist doch noch am Leben. Jetzt nicht mehr. Ratte, wo ich hinziele! Nicht da, wo ich bin. Lass ihn in Kack! Es stehen hier die Optionen! Da komm ich drauf! Der Raum in dem. Na. Es hat einen Balkon. Fenster links von euch. Gib mir 2 Sekunden verschlossen. Okay. Gib mir von der Seite Deckung! Vielleicht doch mal ein gut für den Deck. Okay, habt die Tür gehackt. Passt auf euch auf. Dann halt so. Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erlebt. Scheiße, die Luft ist frei. Zum Teufel ist unser Ziel. Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. Da war es wieder das alte Problem, wenn ich Dinge tun will, werfe ich Granaten. Hat nicht so optimal funktioniert. Ich wollte eigentlich eher einen Sneaky-Ansatz wählen. Ich meine, es hat funktioniert. Und wie so üblich, looten. Viel looten. Ich meine, wir haben immer noch eine Zielperson, die wir suchen. Das ist aber jetzt nicht so wichtig. Wir müssen erstmal looten. Ja. Dich will ich garantiert mitnehmen. Hopp, bleib da liegen.
wollte dich mitnehmen. Aber das ist das Problem. Die kann ich leider nur so tragen. Nicht ins Inventar übernehmen. Ah, guck an, Geld. Im August 2023 veränderte, so ihr wisst, in einem Jahr, veränderte ein einzelnes Ereignis im Laufe der Geschichte. Obwohl es vor dem blutigen Hintergrund des vierten Konzernkriegs geschah, berichteten die Medien wochenlang davon, und das zu Recht. Eine Gruppe von Terroristen sprengte damals eine Atombombe in den Arasaka Tower pulverisiert. Ich sollte langsam mal lesen, dann klappt das vielleicht auch besser mit der Sprache. Die Warnung von der Terroristen kam zu spät, denn nicht alle Angestellten konnten rechtzeitig evakuiert werden. Die Explosion tötete und verletzte tausende Menschen. Zahllose starben in den Folgen der Strahlenvergiftung. Wie konnte der größte Terroranschlag des 21. Jahrhunderts passieren? Wer steckte hinter der Katastrophe? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, müssen wir zuerst den Kontext dieser Ära verstehen. Night City war in den frühen 2020ern von einem Unwillen geprägt, der sich wie nie zuvor gegen die Konzerne richtete. Das Epizentrum der Gesetzlosigkeit befand sich im Club Atlantis. Er war eine Art Insel des Widerstands gegen die vorherrschenden Mächte. Vor allem gegen die Megakonzerne wie Militech, Biotechnica und das mit Abstand größte Hassobjekt Arasaka. Der japanische Waffenhersteller übte schon damals den größten Einfluss auf die Geschichte von Night City aus. Diejenigen, die im Atlantis ein- und ausgingen, vertraten die Ansicht, dass die Konzerne die Zukunft für sich alleine beanspruchten und die Menschen zu Sklaven des Konsums gemacht hatten. Ironischerweise hatten sie ihnen zwei Dinge genommen, die der Kapitalismus am meisten liebte. Die Freiheit und die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Die Leute nannten sich selbst Edgerunner. Sie stellten sich gegen die Weltordnung der Konzerne, erklärten sich selbst für unabhängig und übten den Widerstand. Jeglicher friedlicher Methode beraubt, das zu verändern, was sie als das System bezeichneten, griffen sie zu radikalen Wegen der Selbstdarstellung, um Mord und Gewalt. Und Blacky, wenn du das Brummen und Summen, was jetzt kommt, meinst, das ist tatsächlich vom Spiel. Ja, das ist tatsächlich vom Spiel. Das habe ich nämlich auch nur auf den Kopfhörern. So, die Tür da kann ich nicht öffnen. Okay. Ich dachte, da könnte ich noch was öffnen. Du bist vollkommen irrelevant. Ich glaube, ich habe sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Sandra Dorsett, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße, die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, Tibak. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Also Scoplodger-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Der Biomann sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Jack, Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, wie? Zieh dein Ding durch. So, dann holen wir sie mal raus. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air-Hypo, fuck, das ist nicht gut. Fang, Chica! Dann retten wir doch mal der Patientin das Leben. Ist zwar eigentlich der Deal des Traumateams, aber... Scheiße, vollkommen okay. Es hat geklappt. Feuer, Chica, bring sie nach draußen.
Apropos Traumateam. Fuera, schaff sie raus, Terrasse. Das müsste doch auch jetzt jeden Moment hier einkommen. Ah, da sind sie ja. Landung, Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktionen. Patienten auf den Boden legen. Fünf Schritte zurück. Jetzt. Mit dem ist normalerweise nicht zu spaßen. TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klink mich aus. Wir sehen uns bald. Hab ich doch irgendwas da drüben. Ich hab was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen bauen? Ich hab ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Ihr sagen, der Job ist durch. Warum machst du das nicht? Ach ja, damit ich es lerne. Gesund und munter? Ja, der normale und zwischen normal und Stream-Modus sind tatsächlich ein entsprechender Unterschied. Natürlich ist sie das. So war es doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen, auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Chica. Ich fahre. In der normalen Nicht-Streamer-Version gibt's da definitiv mehr Nippel. Und auch die Musik, die geschützt ist, musste ich ausstellen. Geil. Kannst du bitte den Radiosender wechseln, bitte? Danke. Night City ist einfach geil. Eine Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Chica, nicht wie jede andere. Larry Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Ja, und die landen irgendwann auf dem Friedhof. Haben wir ja schon rausgefunden. Mich am Verhungern. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Chicago. Wie, das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Gab. Aus der Puta! Jetzt Fassung, Jackie! Los, Vieh! Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Festhalten, Vieh! Ja, Problem gelöst, glaube ich. Hab euch, Arschlöcher! Wie
Ziel auf den Fahrer! Ricardo! Das gute Auto. Ah, dein Baby ist arg zerkratzt. Ja, nett ist zerkratzt. Schon okay. Gib mir die Hupp, den Zahn. Fahren wir lieber nach Hause. Aber es ist Future Gangster Rap aus dem Jahre 2077. Nicht alles. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Ja, da sprechen wir doch mal nichts dazu. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend. Nicht gegen das Auto klopfen, das fällt gerade auseinander. Die mochte dich echt. Mehr Regen, weniger Busse. Die Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Ich bin loyal. Ein Typ für Beziehungen. Und bescheiden. Du weißt schon. Voll. Guck mal, wie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier. Bang, bang. Sieht nicht wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Maxtech. NCPD-eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine, hatte keine Chance. Bang, bang. Mein Verkaufsautomat, den wollte ich gerne haben. Meine Taschen sind voll. Geschafft. Wir sind gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Klar, ich spiele wieder den netten Jackie. Und fährst wie ein alter Opa, dann lassen sie dich auf jeden Fall durch. Träume wie. Grüß Misty von mir. Werde ich. Hi, luego.